Ja, was geht ab? Herzlich willkommen bei Hashtag RoadToNLZ. Heute Freitag Torschusstraining, morgen dann Pause, Sonntag dann Spiel. Wir machen heute ein Torschusstraining, wo wir mal aus anderen Winkeln schießen, vor allem auch mehr von der Seite, was vielleicht im Mannschaftstraining wahrscheinlich überhaupt nicht trainiert wird, im Spiel auch gar nicht so oft vorkommt, aber was man eben auch trotzdem trainieren muss. Und zum Aufwärmen starten wir den Miniband, machen da ein paar Übungen, legen wir los. Rechter Fuß vorne. So, setz dich auf die Linie. Schön die Brust raus. Ich geh mal weg, da verdeckst du mich. Schön die Brust raus hier. Schuss stellen, gehst mit rechts vor, mit dem anderen nach. Schön langsam, zack. Bis zur blauen Linie und dann zurück. Kurze Pause, linker Fuß. Jetzt geh nach vor und außerdem muss der am Vor und der andere zurück. Jetzt gehst du mit dem rechten nach vorne. Langsam, schön langsam. Ja. Brust raus. Noch mal ein letztes Mal zwischen die Beine, hier, dann gehst du hier runter und arbeitest so. So, der Arm geht vor, zack, zack, Knie schauen immer nicht nach innen, bleiben außen, Fußspitzen schauen auch nicht innen, außen, schau, auch so, schön runter, zack, und dann bis zur blauen Linie, dann gehst du andersrum nach. Also, du startest hier mit dem Ball ganz easy im Torschusstraining. Dann dribbelst du jetzt einfach hier drauf, zack, drehst dich hier ein und schießt dann auf dem Winkel den Ball am besten rechts oben rein. Die rechte Ecke auf jeden Fall. Du siehst, dass du hier reingehst, dann hier rein drehst, okay? Sondern, dass du wirklich nur so ein bisschen wie rein drehst und dann mehr so schaust. Nicht so, ich will nicht, dass du so schaust, okay? Du wirst mehr so und dann drehst du dran. Schaust eigentlich so in diese Richtung. Okay, steh schon so, kriegst den Ball, ja, nimmst ihn an, und dann kriegst du ihn direkt rein. Ja. 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 Also linker Fuß schon mal viel schwerer.
Passt einfach hier den Ball, drückst das Hütchen an, legst ihn dir sofort rüber und dann versuchst du ihn reinzuzirkeln mit links. Ja, und hier geht's. Ich will nicht, dass du hier stark einfach in den Gegner reinbeugst. Stell dich mal hier hin. Die andere Seite. Schau es so, du siehst einfach deinen Gegner, du legst ihn den durch hinter dem Hüten steht der Gegner. Du legst ihn dir einfach zur Seite und ziehst dann schnell ab, okay? Einfach nur so zack, Torschuss. Aber du kannst dich durchlaufen, das wollen wir nicht. Du willst auch nicht Torschuss aus dem Lauf drehen. Einfach schnell zur Seite legen, Torschuss. Ja. Aber erstmal das Hütchen noch mehr anträgen. Ja, genau so. Ja, starker Ball. Ja, guter Ball. Ja, letzte Übung für heute. Im Cheap, du startest hier. Hütchen links nach außen. Ungefähr da, wo Halbkreis und 16er zu schneiden. Okay. Nur Flachschuss direkt vor links unten rein. Ist eine Situation, die im Spiel auch häufig vorkommt. Dass du entweder hier einen Pass bekommst, hier ist theoretisch dein Verteidiger noch viel, dann bist du rausgetribbelt. Oder generell, du kommst hier von hier rein, rennt uns halt meistens zu und oft befinden die Spieler hier außen und schießen dann halt rechts oder links unten, links meistens dann eben durch die Beine vom Verteidiger. Vollspann, gell? Hier Vollspann auf jeden Fall, hier kannst du auch mit der Innenseite einen festen Druckpass machen oder eben auch Vollspann abziehen. Jetzt den Torschuss trainieren. Das heißt, dass du jetzt nicht mit zwei Ballkontakten im vollsten Speed dahin dribbelst. Du machst vielleicht auf 90, 85, 80% mit Kontrolle hintribbeln und dann Tor machen. Aber trotzdem auch schon noch schnell, aber nicht langsam. Okay? Ja, aber zwei Schüsse vom blauen Punkt. Zack. Ziel ist die Latte. Latte gibt 5 Punkte, Pfosten 3, Tor 1 Punkt. Okay? Los geht's, komm. Hier 1 Punkt am blauen. Schieß dann noch drüber. So richtig vorbei. Übers Tor. Willst die Latte treffen, aber leider zu weit drüben. Genau so. Schon vorhergesagt. 1-0 für mich. Soll ich auf den Posten gehen? 3 Punkte. Ah, 2-0. Du musst jetzt Posten oder Latte treffen, sonst bist du out.
Der ist sogar vorher aufgekommen. Das gibt 0 Punkte. Tut mir echt leid für dich. Du musst alles aufräumen. Wir sehen uns dann. Dann irgendwann mal. Montag wieder. Ciao. Du musst auch alleine nach Hause. Ja, das war es. Das Einzeltraining für heute. Wieder eine Woche vorbei. Spiel am Sonntag ist Heimspiel im Milbertshofen. Also wird wahrscheinlich auch aufgenommen. Mal schauen, dass er sich organisieren lässt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ich hoffe, du arbeitest auch an deiner fußballischen Entwicklung kontinuierlich weiter und gibst da Vollgas, dass du auch immer besser wirst. Genau, schreib mal deine Fragen in die Kommentare und dann mach's gut. Ciao.